Herr Redlich, was ist hier genau passiert? Was hier passiert ist, das müssen jetzt natürlich genau die Ermittlungen zeigen. Nach den ersten Erkenntnissen ist es so, dass hier zwei Menschen miteinander gestritten haben, dass der eine den anderen angegriffen hat und der Angegriffene um Hilfe rief. Und Kollegen von mir, die hier auf Streife waren, haben von diesem Angriff was mitbekommen, sind dazu geeilt, haben gesehen, dass der Angreifer mit einem Gegenstand zuschlägt und ein Polizist hat dem Angreifer ins Bein geschossen, um den Angriff zu stoppen. Wissen Sie was zu den Hintergründen des Streits? Zu den Hintergründen des Streits können wir noch gar nicht sagen, auch nicht, welche Personen es sich dabei handelt. Wir haben beide sind verletzt worden, der eine durch den Angriff, der andere durch den Beinschuss. Beide sind jetzt im Krankenhaus. Danke.